Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute die allerbesten Einhorngeschenke von Amazon vorstellen und mein kleiner Mann wollte auch unbedingt mit ins Video, weil der will nur auf der Mama sitzen. Ja, jetzt dachte ich, ich glaube hier habt ihr ihn eh noch gar nicht gesehen, weil Mama-Videos gibt es immer auf meinem Kanal Mama Birdie, der unten in der Infobox verlinkt ist. Aber heute soll es um Einhörner gehen. Einhörner sind ja absolut im Trend und bei mir hat es angefangen, dass sich meine Einhornsammlung erweitert hat, als ich zu meinem Geburtstag diesen Becher bekommen habe, der so schön sagt, fresst meinen Sternenstaub, ihr Langweiler. Das ist so ein Coffee-to-go-Becher, gibt es eben wie gesagt bei Amazon, ich glaube der kostet so 10, 15 Euro. Und der ist aus Bambus. Ich finde auch, dass der von der Qualität her wirklich gut ist. Die Getränke halten jetzt nicht ewig warm, aber doch ein wenig. Und tatsächlich, ja, nehme ich mir da manchmal einen Kaffee mit im Einhornbecher. Ich meine, hallo, die Aufschrift. Passend dazu habe ich nämlich tatsächlich auch einen Kalender bekommen, der, ja, der halt irgendwie jetzt immer bei uns am Klavier steht, weil ich blätter halt auch immer wieder rum, weil einfach ganz, ganz lustige Sprüche draufstehen. Das gleiche Motto, fresst meinen Sternstaub, ihr Langweiler, und der Kalender ist einfach mega. Da stehen halt immer so lustige Sprüche, die halt wirklich zutreffen, oft. Mit nur 12% Akku aus dem Haus gehen, man muss auch mal was riskieren im Leben. Hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden. Ich will einen Pinguin, der mir morgens applaudiert, wenn ich aufstehe. Also wirklich total lustige Sprüche. Ich finde, es ist ein super, super nettes Geschenk. Also wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt, ich finde sowieso, also mit Einhörnern kann man Leuten nur eine Freude machen. Dann noch ein Einhornbuch, das ich auch tatsächlich zum Verschenken gekauft habe. Das findet auch mein Kleiner richtig toll. Und zwar, ich möchte jetzt gar nicht so viel rumblättern, weil ich es ja eben verschenke, aber da kann man dann Einhörner basteln. Also es ist auch so ein Buch für Mamas. Partyhaarreif, Regenbogenshot. Also es sind halt so Rezepte und DIYs drinnen und das finde ich auch wirklich eine sehr nette Geschenksidee. Übrigens habe ich als Geschenksidee, weil ich ja bei diesem Einhorn-Thema gerade bin und ich das eben verschenken werde, auch für Kinder sein Einhorn-Malbuch gefunden. Das war recht günstig, ist jetzt auch von der Qualität her nicht mega, aber ja, ein Malbuch halt. Ja, packe ich auch noch schnell mit rein, damit es vollständig ist. Und noch etwas sehr Amüsantes, was mich jetzt im Winter begleiten wird. Einhornschuhe, ja, die fand ich mega. Also das sind so eine universelle, also haben eine universelle Größe, ich glaube von 36 bis 40 können die alle Frauen tragen und bitte, wie mega sind die. Ja, ihr wisst jetzt, mit was ich im Winter zu Hause rumlaufen werde. Vielleicht nehme ich sie auch zum Rausgehen. Ja, die sind auch wirklich, wirklich cool. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte natürlich in der Infobox. Was ich auch so als kleines Mitbringsel ganz nett finde, ist dieses kleine Buch. Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Und da drinnen ist halt nochmal beschrieben, ja, Supermodel, Popstar oder Wellenreiter. Aber weißt du was, du bist jetzt schon so viel mehr. Du hast Ecken und Kanten, das ist auch gut so. Und dann zum Schluss halt eben, du bist gut so wie du bist, aber wenn du ein Einhorn sein kannst, dann sei auf jeden Fall ein Einhorn. Dann das allerletzte Einhorngeschenk, was ich noch sehr, sehr cool finde, ist ein Einhorn-Tee von Sonnentor. Ja, ist der cool und der schmeckt auch lecker. Ich habe den extra für euch probiert. Der ist nämlich aus Hagebutten, Hibiskus, Orangenschalen, Äpfel, Walderdbeeren und natürliches Aroma. Ich muss sagen, er ist echt teuer, also überhaupt auf Amazon, er ist echt teuer. Aber ich finde, es ist, ja, qualitativ hochwertiger Sonnentor Bio-Früchte-Tee, das muss man auch dazu sagen, aus Österreich. Also, ja, das muss ich auch dazu sagen, wird in
Sprödnitz hergestellt und ist lecker. Und ja, wenn man Leuten eine Freude macht, sollte man sowieso nicht so aufs Geld schauen, finde ich. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ja, ich denke, Weihnachten rückt immer näher und man sucht aber auch unterm Jahr häufig Geschenksideen für Geburtstage und so. Und eigentlich hat jeder alles, oder? Es ist ja so, dass man eh so viele Dinge hat und solche Sachen, die irgendwie dem anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und mal etwas Besonderes sind und etwas, was man sich jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Außer man ist so ein Einhorn-Fan wie ich, dann kauft man sich diese Sachen natürlich auch. Ja, auf jeden Fall finde ich die nett zum Verschenken, deshalb wollte ich sie euch zeigen. Und das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Ich freue mich und wünsche euch einen tollen Tag. Tschüss!